wir ein Thema gewählt hätten, wie etwa die Armen, die Ärmsten oder vom Prekariat und den Überflüssigen, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass kein Hahn oder kein Hähnchen danach gekräht hätte, weil das ist Business as usual, davon sind die Medien mit einer bestimmten Sicht und Absicht übervoll. Aber über den obszönen Reichtum zu reden, über die strukturelle Gewalt, die mehr denn je aus den Depots und Tresoren fängt, darüber möchte man dann darüber nicht reden, zumindest nicht in einer Perspektive, die danach fragt, woher dieser Reichtum kommt, wo er hingeht und was er anrichtet. Und genau das wollen wir heute mit unserem Gast tun. Wir wollen über die Machtverdichtung, die Milieus und die Wissenschaften reden, die dafür sorgen, dass der Reichtum der wenigen wächst, indem die Armut der vielen zunimmt. Wobei selbstverständlich über Armut zu reden hierzulande etwas anderes bedeutet, als über Armut in Mumbai, Kairo oder Santiago de Chile. Ich komme zu unserem heutigen Gast. Mit ihm haben wir einen ausgewiesenen Experten in Sachen Vermögensbildung in immer weniger Händen eingeladen. Hans-Jürgen Krismanski ist seit langem den globalen Eliten, den Oligarchen, Plutokraten und Superreichen auf der Spur. In seinem großen Buch Hirten und Wölfe, wie Geld und Machteliten sich die Welt aneignen von 2009, hat er eine aktuelle Bestandsaufnahme dazu aufgenommen. Von den Ergebnissen dieser Spurensuche wird er uns heute berichten. Der Krismanski ist zudem Autor zahlreicher Fernsehreportagen im Auftrag des NDR und Spiegel TV gewesen. Er war lange Zeit Mitglied des Präsidiums des Weltfriedensrates und ist aktuell Mitglied der wissenschaftlichen Beiräte von ATTAC und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In dem Sinne, Herr Krismanski, herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns auf einen ebenso wesentlichen klugen Vortrag. Also ich hatte Ihnen keinen PowerPoint-Vortrag, sondern sause einmal durch eine PowerPoint-Präsentation hindurch, um einige Begriffe, einige Zusammenhänge, die dann in meinen verbalen Ausführungen eine Rolle spielen, werden zunächst einmal visuell bei Ihnen präsent zu haben. Sie sehen hier ein berühmtes Zitat des bedeutenden konservativen Politikwissenschaftlers Karl Schmidt, das mich so ein bisschen auch angeregt hat. Elite sind diejenigen, deren Soziologie niemand zu schreiben wagt. Und in der Tat ist der Bestand an Analysen der Reichen, der Superreichen, dieser Spitzen der Gesellschaft in der Soziologie bislang dünn gesehen. Das sieht in den Vereinigten Staaten etwas anders aus, aber in der Bundesrepublik zumindest ist dem so. Sie alle wissen, dass im Augenblick das World Economic Forum in Davos stattfindet und in der New York Times war gestern diese Karikatur, wo diese Herren auf den Podien in Davos sitzen und über soziale Verantwortung sprechen. Und einer der Diskutanten sagt, es geht um die Kluft zwischen den Reichen und den Superreichen. Das ist unser Problem, das ist unsere soziale Verantwortung. In der Tat finden wir im Augenblick, gerade auch in Davos, eine Diskussion, die durchaus antagonistisch zwischen den Reichen und den Superreichen geführt und deren Helfershelfer natürlich geführt wird. Wenn wir über die Reichen sprechen, dann sprechen wir natürlich über Eigentum, Vermögen. Und ich sause jetzt einfach mal durch, nur damit Sie eine Vorstellung von den verschiedenen Formen von Eigentum und Vermögen haben. Also Reichtum in Gestalt von Geldvermögen, Kapitalakkumulation in den Finanzmärkten, Reichtum in Gestalt von Industrievermögen, Kapitalakkumulation durch Produktion und Dienstleistungen, Reichtum in Gestalt von Immobilienvermögen, Grund und Boden, die private Immobilien. Profitwirtschaft, Konsumvermögen, also wer viel Geld hat, ist auch ein großer Konsument. Dann gibt es noch andere Formen des Eigentums, die auf diesem materiellen oder Geldeigentum basieren,
kulturelles Kapital führt zu Elitismus, zu Kratie, wenn man so will. Der Besitz von Kulturgütern, von Opern, von Gemälden und so weiter. Der Besitz von Titeln, die Möglichkeit, wenn man reich genug ist, Bildungstitel zu erwerben, die anderen nicht zugänglich sind, also Harvard oder Yale und so fort. Und schließlich soziales Kapital, auch noch eine wichtige Eigentumsform, also Kapital, das in dem Netzwerk, in dem man hängt, in den Dynastien, in die man hineingeboren ist und so weiter, besteht. Ganz wichtig, und ich habe das nochmal zusammengefasst, darüber brauchen wir jetzt nicht zu sprechen, ganz wichtig in diesen Eigentumsverhältnissen insgesamt, sind 3 oder 4 Prozesse, über die man reden müsste, die den Hintergrund, die den strukturellen Hintergrund dessen auch bilden, wovon ich gleich sprechen werde. Nämlich zunächst einmal geht es durchaus um die Informatisierung, das Wissen, wie produziere ich Güter und Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Heute alles abhängig von den Prozessen der Informatisierung. Dann die Frage, wie verwerte ich, ja, die in der Produktion hergestellten Güter, da gibt es andere Spezialisten für. Dann die Frage, wie verteile ich den Reichtum, der erzeugt wird? Geht es von unten nach oben, von oben nach unten oder wird es gleich und gerecht verteilt? Und schließlich die immer stattfindende Privatisierung der geschaffenen Reichtümer. Und das ist sozusagen die zentrale Figur, die im Hintergrund meiner Ausführungen steht. Die Vorstellung, dass wir, siehe das Zitat von Carl Schmitt, so etwas wie ein schwarzes Loch haben. Ein schwarzes Loch, nämlich den großen, den Superreichtum, den Ort in der Gesellschaft, in dem und wohin alles fließt, was letztlich an Werten geschaffen wird. Dieses schwarze Zentrum, der Superreichtum, das umgeben ist von Konzern- und Finanzeliten, also Hilfseliten eigentlich schon, die in erster Linie dafür sorgen, dass die geschaffenen Werte irgendwo hinkommen in dieses Zentrum. Die aber natürlich auch dafür sorgen, dass ein Teil dieser geschaffenen Werte, denken wir an die Finanzmärkte, an die Banker und so weiter, in die eigene Tasche fließt. Ein weiterer Kranz, die Wissenschaftler, die Techniker, die Medienleute, die also wissen, wie man eine Bevölkerung mit Informationen, aber auch mit Wohlgefühlen versorgt und so weiter und so weiter. Also da haben wir hier ein Modell, in dessen Zentrum ein schwarzes Loch ist. Und drumherum haben wir diese verschiedenen Funktionseliten, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Und das kann man natürlich so ein bisschen ausbauen. Da kann man die Frage stellen, diese sozusagen regionalen, nationalen Eliten oder Ringbogen, Ringmodelle fühlen sich zusammen zu einer globalen Machtelite. Das wird heftig diskutiert heute, wenn auch nicht so sehr in der deutschen Soziologie. Und dann gibt es Versuche, Netzwerke solcher Machtzusammenhänge, solcher Machtstrukturen zu entwerfen, auch zu visualisieren. Ich gehe das nur mal rasch durch, da können wir nachher nochmal durchgehen, nur damit Sie sehen, dass es sowas alles gibt. Und diese Netzwerke werden nicht nur von Wissenschaftlern, sondern natürlich auch von Gewerkschaftern, von Journalisten und nicht zuletzt auch von Künstlern wie der New Yorker Künstler Mark Lombardi entworfen. Lombardi hat wirklich recherchiert, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre recherchiert und auf der Basis seiner Recherchen solche, ja, großen Tafeln hergestellt, die auf dem Kunstmarkt auch reüssiert haben, aber die zugleich auch durchaus Zusammenhänge wirklich objektiv und richtig dargestellt haben. Und da kommen dann die Verschwörungstheoretiker in ihr Recht, der dann 2001 erhängt in seinem Atelier aufgefunden worden ist. So, und dann noch ein Zitat von Emanuel Wallerstein, dem großen amerikanischen Weltsystemtheoretiker, ich habe es jetzt hier nur auf Englisch, Kapitalismus als System wird immer weniger attraktiv für die Kapitalisten selbst. Die einsichtsvollsten, die klügsten unter ihnen beginnen nach Alternativen zu suchen, wie sie ihre Privilegien erhalten können.
Und das ist sozusagen der Prozess, den wir heute als postkapitalistische Tendenz, den wir als die Frage, was ist, kommt eigentlich nach dem Kapitalismus, kommt ein neuer Feudalismus und so weiter, stellen.